S-Spitze. Moment, wo war das denn? Dahin. Okay, ich mal gerade bei der Tante quatschen hier. Du erzähl, wenn du eine neue Story auf Lager hast, bezahle ich dich nur zu gern. Ja, die Score wurde ausgeraubt. Ich habe schon eine Ex-Piratin über den Überfall befragt, aber sie war so verlässlich wie die Kaffeemaschine hier. Du warst also während der Sache an Bord? Was hast du da gemacht? Der Überfall geht auf meine Kappe. Oh Mann. Ich verrate nichts, was du mir als Quelle verrätst. Doch meine journalistische Integrität hat Grenzen. Aber man sagt, dass der Captain das verdient hätte. Erzähl mir bitte mehr über Captain Petrov. Er ist wohl recht exzentrisch. Was war dein Eindruck von ihm? Petrov war ein Horter und hat alles gesammelt, was seltsam oder ungewöhnlich war. Das hätte ich gerne gesehen. Daraus könnte man bestimmt eine gute Story machen. Niemand weiß, was gestohlen wurde, aber alle sind sich sicher, dass es wertvoll war. Kannst du das Ganze aufklären? Nein, denn ich bin so schnell von dort abgehauen, wie ich konnte. Kann ich verstehen. Letzte Frage. Über einen, ich zitiere, durchgedrehten Zoo. Die andere Quelle schwört, dass Alien-Kreaturen aus ihren Käfigen ausgebrochen und durchgedreht seien. Bitte, bitte, bitte sag mir, dass das stimmt. Das muss doch irgendeine Aurora-Halluzination gewesen sein. Das stimmt zu 100%. Manchmal lohnt sich das Aufstehen wirklich. Fantastisch. Das ist einfach eine echt gute Geschichte. Check später die Nachrichten. Und hier ist dein Geld. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier so für Möglichkeiten haben. Also, da muss ich erst das abschließen für. Das ist so klar. Stroud ist auch klar. Wirft ja einen Job bei dem Automaten von Indu irgendwas. Sprich mit Gefängnis, Unterhaus, Pflicht. Sprich mit Emma Wilcox. Sprich mit Alban Lopez auf Tau Ceti, lande am Forschungsposten auf Altair 2, finde neue Stories für SNN, reise zum geheimen Außenposten auf Dembola 1b, ich soll Sachen im Cheyenne-System zerstören, ich soll, das weiß ich nicht, Orte, CW, unterirdische Meere, eisige Ökosystem, sprich mit Andrea, sprich mit Sam, Suche auf dem Mars, sprich mit Frank Rennick. Ich muss mit ganz schön vielen Leuten sprechen, wenn ich das mal so richtig sehe. Also, wir machen erstmal das und gucken, ob das jetzt was wird. Tritt ein, bring Geld herein. Ich spreche mit dir. Endlich kennen wir alle Antworten. Und doch stehe ich nun hier, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Die Allheit ein Multiversum? Tote Freunde, die wieder erscheinen? Das ist einfach zu viel. Ah, die Artefakte, die Kräfte, die Sternenblüter, es passt alles zusammen. Was ist das? Du findest all das vielleicht zufriedenstellend, ich jedoch nicht. Wir müssen einem Mörder glauben und ihm in die Allheit folgen? Und wenn sie nicht das bewirkt, was die Sternblüter behaupten? Sie haben doch keinen Grund mehr, uns anzulügen. Wie kannst du dir da so sicher sein? Sie haben uns ständig sabotiert. Und jetzt geben sie einfach auf? Sie haben Barrett getötet, um uns die Artefakte vorzuenthalten. Wenn sie jetzt aufgeben, wozu dann das alles? Welchen Sinn hatte dieser Tod dann? Warum uns das alles antun? Es ist okay, Angst zu haben. Das ist ein gewaltiger Schritt. Selbst wenn die Sternblüter die Wahrheit sagen, wenn du in die Allheit gehst und in einem anderen Universum herauskommst, sieh dir an, wer sie sind, zu was sie geworden sind. Sie sehen aus und klingen wie Menschen, die du kennst, doch sie sind es nicht.
Hast du denn gar keine Angst, dass auch dich dieses Schicksal ereilen könnte? Dass du für uns andere nicht mehr zu erkennen wärst? Darum geht es doch bei der Entdeckung überhaupt. Risiken eingehen, sich an das Unbekannte wagen. Jetzt klingst du wie Sarah. Aber du hast nicht Unrecht. Ich werde versuchen, vom Besten auszugehen. Mich aber auch für das Schlimmste rüsten. Zurück ans Werk. Nachdem wir jetzt unser Ziel kennen, dürfen wir keine Zeit verlieren. So, Sam erwartet auch noch ein Gespräch. Schön, dich zu sehen. Also kennen wir die Antwort. Wer sind die Sternblüter? Tja, wir sind es. Oder zersprungene Spiegelbilder von uns. Die ganze Sache wird so surreal. Sternblüter sind Menschen, das ist doch verrückt. Ja, oder? Ich hatte gehofft, die Sternblüter sind so fortschrittlich, dass ihre Sorgen kosmisch sind, bedeutend. Stattdessen zanken sie sich um bescheuerte Spielsachen, wie wir es seit der Steinzeit machen. Für sie ist das nur ein blödes Spiel. Und dass wir sterben und leiden, ist irrelevant. Ihre Beweggründe wirken in der Tat, naja, menschlich. Und sie sind anscheinend genauso kaputte Typen wie wir alle. Die Allheit ist also ein Portal. Ein Portal zu endlosen Möglichkeiten. Und du kannst hindurchgehen. Stell dir das vor. Also ganz ehrlich, das klingt nach einem unglaublichen Abenteuer. Ich weiß nicht, ob du jemanden mitnimmst. Aber wenn du mich nimmst, ich habe keine Ahnung, ob ich durchgehen würde oder nicht. Ohne Cora wäre ich ohne zu zögern dabei. Und Cora würde uns sicher beide wegschubsen, um als Erste reinzuspringen. Du kennst ja ihren Forschergeist. Für so eine Gelegenheit wurde die Constellation gegründet. Der Traum eines jeden Entdeckers. Ja, oder? Du entscheidest, mit wem du arbeitest. Aber der Hunter hat jemanden umgebracht, der uns nahe stand. Klar, der Gesandte ist vielleicht eine Version von Barrett. Aber er ist nicht unser Barrett. Aber deswegen ist es noch lange nicht okay, was der Hunter gemacht hat. Wenn die Sternblüter Partycrasher aus anderen Universen sind, unterstütze ich den, der keine Unschuldigen ermordet, um zu gewinnen. Ich bin ganz deiner Meinung, was den Hunter angeht. Sehr gut. Freut mich zu hören. Mir schwirrt immer noch der Kopf. Ich brauche wohl einfach ein paar Tage. Mach's gut. So, habe ich jetzt alle Aktivitäten? Nein. Immer noch nicht. Können wir uns mal kurz unterhalten? Sorry, ich habe ganz vergessen, worüber ich mit dir reden wollte. Ständig lässt Cora überall ihr Werkzeug herumliegen. Ich meine, ich liebe sie über alles im Universum, aber wie oft soll ich es ihr bitte noch sagen? Kinder wissen eben, wie man Eltern in den Wahnsinn treibt. Yep, vor allem Cora. Das bleibt unter uns, okay? Aber Cora war nicht gerade geplant. Ich weiß nicht, ob ich es mal erzählt habe, aber ich war mal Freestar Ranger. Ich hatte eine Partnerin, Lillian Hart. Wir waren wie Hund und Katz, aber das war okay. Ob du jetzt Vater werden wolltest oder nicht, du machst es gut. Es war nicht immer so wie jetzt. Als Cora auf die Welt gekommen ist, war ich völlig überfordert. In den ersten Monaten dachte ich ständig nur, was das für ein Riesenfehler war. Ich und Vater. Aber irgendwann, spät nachts, hat die kleine Cora mich zum ersten Mal angelächelt. Und ich wusste, für das kleine Mädchen tue ich alles. Cora, Glück, dass sie dich hat. Fühlt sich aber nicht so an. Du meintest zu mir, dass Eltern wollen, dass ihre Kinder aus ihren Fehlern lernen. Nachdem Cora jetzt langsam älter wird, plagt mich der Gedanke, ich habe Dinge gesagt und getan, auf die ich nicht stolz bin. Ich versuche mich zu bessern für Cora. Aber wird sie dieselben Fehler machen? Liest du mir eine Gute-Nacht-Geschichte vor? Und du hast machst du auch lustige Stimmen für die Figuren, so wie damals, als ich noch klein war? Du hast Cora ein solides Fundament gegeben. In dem Punkt musst du dir keine Sorgen machen. Das ist sehr beruhigend. Ich gebe mein Bestes. Ich weiß, es wirkt verrückt, sie mitzuschleppen. Aber ich schwimme nicht gerade in Optionen.
Ihre Mutter... Wie gesagt, das erzähle ich irgendwann mal. Und soll ich sie etwa von Jacob großziehen lassen? Meinem Vater? Dann noch lieber Wladimir. Ich glaube, es tut Cora richtig gut, bei der Constellation aufzuwachsen. Findest du? Naja, sie macht wilde Sachen. Und wenn sie mal lernt, ihr Zeug aufzuräumen, lebt sie vielleicht auch, bis sie 13 ist. Brauchst du etwas? Nein. Ich könnte jetzt mit den ganzen anderen sprechen. Wir sprechen erst aber der Barkeeperin im Viewpoint. Ja, da können wir ja mal schnell hineiern. Ah ja. Ist das Barkeeper-Ding Viewpoint nicht hier vorne? Natürlich, warum lässt er mich dann am Schiff raus? Das ist auch alles merkwürdig. Warte mal, wie ist da mein Inventar? Das ist immer noch verhältnismäßig voll, ne? Ah, das ist alles irgendwie auch dämlich. Ah, dann werde ich eben gescannt. So, das Viewpoint ist hier oben irgendwie, ne? Was denn? Wenn du jemanden brauchst, ich suche gerade Arbeit. Was kostet mich das? Ich verlange nur den gängigen Preis. Ich glaube nicht, dass ich so viel zahlen sollte. Warum das denn? Für so viele Credits könnte ich 2 von deiner Sorte anheuern. Ich weiß nicht, ob du mich so für dich gewinnen kannst. Du drückst den Preis ziemlich, aber geht klar. Ah, das zahle ich mal. Bist dabei. Toll, ich bin bereit. Und was habe ich jetzt davon? Bin gleich da. Hallo. Gut, da kann ich Leute einstellen. Hoffentlich geht es dir gut. Sag Bescheid, wenn ich dir was bringen kann. Hey. Neue Leute sieht man immer gern. Zum ersten Mal in New Atlantis? Hätte nicht gedacht, dass es so offensichtlich ist. Oh Mann, das solltest du nicht persönlich nehmen. Sowas sagt man halt, um das Eis zu brechen. Du weißt schon, was ich meine. Hey, komm runter, dann mach's dir gemütlich. Du kannst gern so lang bleiben, wie du möchtest. Ist das okay für dich, Neue? Sag Bescheid, wenn du noch irgendwas möchtest. Ich könnte einen Drink vertragen. Da bist du hier richtig. Was gibt's Neues in der Stadt? Hab heute noch nichts Neues gehört. Apropos Neues. Einige sind davon überzeugt, dass David Barron... Du weißt schon, der SNN-Moderator, eine Art Freestar-Sympathisant ist. Wenn du mich fragst, ist das absurd. Klar, es gab ein paar Berichte über Aquila City, die nicht total kritisch waren, aber... Hey, warst du mal da? So schlimm ist das auch nicht. Wie auch immer. Über sowas unterhalten sich die Leute, wenn sie auf den Flug warten. Du freust dich, gefragt zu haben, oder? Das sehe ich. Bis bald mal. Jetzt habe ich mit der gequatscht und jetzt war es trotzdem noch nicht richtig. Hoffentlich geht es dir gut. Sag Bescheid, wenn ich dir was bringen kann. Wir sehen uns. Hallo Neue. Schön, dich wiederzusehen. Das Geschäft scheint ja gut zu laufen. Ja, der Raumhafen hält mich ziemlich auf Trab. Aber nur mal so unter uns. Ich habe was in Arbeit, das alles ändern wird. Einen neuen Drink, der mich in der ganzen Galaxie berühmt macht. Den sollte ich mal ausprobieren. Du würdest ihn lieben. Garantiert. Nur kann ich gerade keinen machen. Mir fehlen die Zutaten. Ich hatte einen Deal mit einem Spediteur, mir Proben einer Zutat zu bringen, die das A und O sein dürften. Aber er ist nie aufgetaucht. Der Typ wurde offenbar noch von anderen angeheuert. Von der Art von Leuten, die... nicht ganz legale Fracht versenden. Die Security hat Wind davon bekommen und die Fracht vollständig beschlagnahmt. Jetzt lassen sie sich richtig Zeit, wie immer.
Das macht mich fertig. Sprich mit der Security, vielleicht kann sie dir weiterhelfen. Ich habe den ganzen Papierkram erledigt. Das bringt zwar nichts, aber trotzdem. Und ich bin mir nicht mal sicher, dass ich das wirklich für das Rezept brauche. Ich vermute es nur. Ich muss die Fracht in die Hände kriegen. Klingt so, als bräuchtest du Hilfe. Ja, wenn ich es nicht versuche, kann ich nicht ruhig schlafen. Bevor wir weiterreden, ich bitte dich keinesfalls darum, irgendetwas zu tun, das gegen die vielen hier in New Atlantis und den Colonies geltenden Gesetze verstößt. Wir unterhalten uns nur unter Freunden, und Freunde fragen einander, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, diese wichtige Fracht aus der Beschlagnahmung zu holen. Und falls das rein hypothetisch auf nicht ganz legale Art und Weise geschehen würde, tja, dann wäre es nicht unbedingt ein Weltuntergang. Und, bist du dabei? Ich bin für dich da. Ich werde tun, was ich kann. Du glaubst gar nicht, wie erleichtert ich bin. Ich erwarte nicht, dass du oder irgendjemand ballernd da reingehst und Geißeln nimmst oder so. Aber es muss einen Weg geben, das zu kriegen, was ich brauche. Keine Angst, mir fällt schon was ein. Ich bin genervt, nicht besorgt. Moment, heißt das etwa, dass ich besorgt sein sollte? Nein, natürlich nicht. Alles wird gut. Ich vertraue dir. Kann ich dir einen ausgeben? Na klar. Was darf's denn sein? Du bist jederzeit wieder willkommen. Prima. Hab ich also was Neues. Und wo ist das? Das ist in Neon. Okay. Das muss ich jetzt nicht umhängen. Gut. Wladimirs Haus beim Baum. Okay, mal gucken, was dabei rumkommt. Oh, der steht die ganze Zeit da rum. Das ist toll. Da bin ich schon 300 Mal dran vorbeigelaufen wahrscheinlich. Ja. Ist ja klasse. Tut mir leid, ich darf nicht abgelenkt werden. Ich muss der Sache auf den Grund gehen. Stimmt was nicht? Du klingst besorgt. Ja, besorgt ist eine Untertreibung. Ich arbeite für die Wissenschaftsabteilung des MAST. Ich studiere diesen Baum schon seit einer Weile und es gibt besorgniserregende Anzeichen. Bist du mit diesem speziellen Exemplar vertraut? Ist dir seine Wichtigkeit bewusst? Ich habe viel zu tun. Wenn du einfach nur gaffen willst, verschwinde bitte. Solltest du mir aber tatsächlich helfen können, wüsste ich das zu schätzen. Normalerweise würde ich Fremde nicht einfach um Hilfe bitten, aber diesmal ist wohl eine Ausnahme nötig. Wärst du bereit, zusätzliche Daten für mich zu beschaffen? Ich helfe gern. Oh, danke. Das kam jetzt unerwartet. Ich habe eine Reihe von Biosensoren an verschiedenen Orten in New Atlantis aufgestellt und alle so kalibriert, dass sie passende Daten sammeln. Sie laufen schon so lang, dass es Zeit wird, die Daten abzuholen und zu analysieren. Wenn du sie mir bringen könntest, würde mir das eine Menge Zeit sparen. Gut, das kriege ich wohl hin, das mache ich aber nicht jetzt. Nein. Was haben wir denn noch so auf der Liste? Ah ja, der Baumsachenkram, dann haben wir hier noch die... Ich muss mir... da Zugang verschaffen, ich soll die Crimson Fleet aufspüren, ich soll ein Schiff mit einem Grafsprung Reichweite von 21 Lichtjahren erhalten, ich bin mal gespannt, wo ich dafür hin muss. Ich mache da mal eine Schnellreise, ich bin mir sicher, dass das vorne am Raumhafen sein wird, ich kann mir eigentlich nichts anderes vorstellen, naja, das kann ja eigentlich nur er hier sein. Mit dem soll ich quatschen. Na, bin mal gespannt. Kann ich dir irgendwie helfen? Da ist ja ein Schiff im Angebot. Du findest sicher was. So, Moment. Da kannst du einen. Das hat schon mal 30 Lichtjahre. Das hat einen besseren Reaktor, mehr Schild. Okay. Ja, aber meine Credits sind halt auch nicht so ausgeprägt. Es ist halt teurer als das, was ich habe.
T ist das nächste. Ja, dann hast du hier. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Ah. Ich würde gerne den Wert des ganzen Schiffs sehen. Da. 132.000. 220.000. Für eine Ranger. Eine Wendigo. Und hier hätten wir einen Shieldbreaker. Okay. Ich kann mir wahrscheinlich auch einfach eins bauen. Da gibt's nichts zu tun. Dann werden wir da mal gucken, wie das alles so funktioniert. Ja, Freunde. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzugucken. Es hat deutlich länger gedauert, als ich erwartet habe. Wird ein bisschen Arbeit, das zu schneiden. In dem Sinne, könnt ihr gerne ein Abo, einen Kommentar und ein Like da lassen. Irgendwie auch alles und die Glocke und ne, das würde mich freuen und der ganzen Sache hart weiterhelfen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Reingehauen, habt eine geile Zeit. Ich bin raus. Ciao, ciao. Ach, und passt auf euch auf.